Hallo und herzlich willkommen zurück bei Outlast Whistleblower. Ich darf hier nicht so rumschreien, wir sind immer noch in der Anstalt hier irgendwo, wo jetzt alles, ist ja außer Kontrolle geraten. Hängt mir das Mikro zu sehr rein eigentlich? Weiß ich? Riecht komisch. Nee, hängt mir das zu sehr rein oder geht das? Ich versuche mal so drum rum zu quatschen so ein bisschen. Unser Speicherpunkt ist übrigens hinter der Tür, wo wir gestern noch davor standen. Ich demonstriere das mal ganz kurz. Hier ist die Tür. So, hier kamen wir gestern, ne? Weißt du noch? Kamen wir hier von dem Pissbecken, kamen wir hier durch die Tür und wollten die zaghaft aufmachen. Speicherpunkt ist dahinter. Also nicht, naja. So, und ich mach mal jetzt so, dass wir mit der Kamera die ganzen Krissel... Was ist das denn? Ah, nicht schon wieder. Außerdem das, was da links reinhängt, das sieht nicht unbedingt aus wie ein Kopf, wenn ich das mal so, Alter. Das sieht aus wie... Ich geh da jetzt mal hin. Can you climb up? I'm coming, Cooper! I just have to lock the... There. I'm coming! Hold on! Cooper? Sheldon? Was ist denn da los? Diese Tür muss von den Handschellen befreit werden. Okay, damit die aufgeht. Ich glaube, der Typ hat's nicht geschafft. Was hat denn der für ein Gesicht? Ich geh da mal ganz kurz. Oh, das ist Parodontose, das sehe ich bis hier. Ist wahrscheinlich beim Rasieren passiert. Parodontose, das ist Rasurparodontose. Wir müssen, glaube ich, jetzt hier hoch, ne? Ja. Habe ich vorhin schon gesehen, als ich plötzlich festgestellt habe, huch, wir stehen ja gar nicht mehr an der Tür, wo wir eigentlich sein sollten. Kann man hier nicht durch? Nein. Okay. Kommen wir vielleicht hier lang? Das ist doch der Typ! Das ist doch der Bärtige! Er hat uns aber nicht gesehen, der Menschenfresser ist das. Ich habe eine Vermutung, um wen es sich dabei handelt. Ich weiß nicht, ob man das so offen sagen darf. Ich glaube, das ist Peter von Froster. Entschuldigung. Wow. Ich hoffe, der sieht uns jetzt nicht. Die Betonung auf, ich hoffe, er sieht uns nicht. Hat er eine Unterhose? Ah, wenigstens hat er eine Hose an. Ich dachte, da hängt wieder sein nackter Arsch in die Kamera. Nein, lauf, lauf! Ich komm nicht weg! Ich komm nicht weg! Ich häng in der Ecke! Ich komm nicht weg! Ich komm nicht weg! Ich komm nicht weg! Blöder Peter! Hasse Peter von Froster! Der hat mich eingekesselt. Ich kam da nicht durch. Scheiße. Fängt er gut an, die heutige Aufnahmesession? I think it's safe! Halt die Fresse! Okay, ich glaube, wir haben unseren neuen Doktor gefunden und er ist Peter. Dr. Peter. Also ist ja gar kein Doktor diesmal, ist ja einfach nur ein Gourmet. Ein Tiefkühlgourmet. Peter von Froster. Lecker, die Reispfanne mit Zubehör. So, jetzt aber gut. Hör auf, so albern zu sein. Ich will mal ganz kurz gucken, ob wir hier Batterien finden. Noch bin ich mutig, ne? Noch bin ich guter Dinge, auch wenn wir gerade schon massakriert wurden. Jetzt frage ich mich natürlich, geht der Peter da immer rein? Na los, komm schon. Nur natürliche Zusätze. Peter. Peter. Ich bestehe aus 100% leckerem Menschenfleisch. Peterchen. Peterchens Mondfahrt. Und ich glaube, wir müssen gleich fliehen. So, er kommt jetzt nicht hierher, ne? Der geht jetzt da rein. Halt, bleibt stehen. Geht bestimmt noch weiter rein. I can smell you. Smell you later. Wo muss ich lang? Peter!
Mensch, 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 Übel! Hilfe! Nein, hier rüber! Oh Peter, ich brauche noch einen Meter. Na, du kleine Schindmeri, hier kommst du nicht rüber. Da kommt er rüber. Scheiße. Was? Ich dachte, da kommt er nicht rüber. Und ich hier total mutig. Ich dachte, das ist wie beim anderen Outlast-Teil. Scheiße, wo muss ich lang? Links, rechts, geradeaus. Rechts ist eine Tür. Alter, ich komme hier nirgends durch. Scheiße, jetzt habe ich die Tür aufgemacht, aber... Scheiße. Peter, nein! 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 Ist mir doch egal, was du machst. Ich gehe jetzt an diese Tür rein. Halt! Nein, nicht festhängen! Hier war die nicht. Die war hier. Nein, jetzt geh da durch! Geh da durch! Mann, Alter! Nein, jetzt geh da durch! Der Drecksack kriegt die Tür, Alter! Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Warum sind die Untertitel auf einmal Englisch? Alter, Kollege! Ja? Ja? Okay, ich... Ja? Ja, ich... Das ist doch der... Oh, der kann sie nicht kratzen, weil er keine Arme mehr hat oder keine Hände. Stell dir vor, du hast keine Hände und es kratzt dich. Alter, ich bin immer noch voll aufgedreht. Ach, das ist doch der von. Das ist doch der von Outlast, also vom ersten Teil. Das ist doch der. Der mir mal hinterherlatscht. Und wir haben eine Batterie gefunden. Okay. Kommst du mir hinterher wieder? Wie sieht er mich eigentlich? Wie kann der einen sehen? Oh, ich glaube, die hatten auch einen Itch. Passwort. Wer war denn das da hinten gerade? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Mist, ärgert mich. Alter Schwede, ey, der Fleischmeister. Okay, zum Öffnen, da sehe ich was blinken. Das ist doch Pisse hier, alle. Da gucke ich gar nicht hin. Oh, puh. Kamera ist echt super. Aber zu dem kriegen wir keine Infos, ne? Den können wir filmen, aber da kriegen wir keine Infos. Zum Pissbecken hier auch nicht. Ein Schlüssel. Der Handschellenschlüssel, natürlich. Ich sollte hier vielleicht nicht einfach so die Toiletten aufmachen, aber ist mir gerade egal. Ich würde dem gern... Kann ich den nicht... Oh, ich kann ihn nicht kratzen, wie es aussieht. Ich würde ihn gerne kratzen, aber es geht nicht. So, ich versuche aufzunehmen, aber es bringt einfach nichts. Übrigens, ganz kurz, wir sind nicht mehr der Reporter von Outlast, ne? Wir sind jetzt der Typ, der dem Reporter quasi die Infos geschickt hat.
ne, die in Outlast ankamen. Also es gab so ein paar Verwirrungen, warum wir plötzlich wieder alle Finger haben. Das hier ist vor den Geschehnissen in Outlast, im eigentlichen Teil. Das heißt, das hier ist die Vorgeschichte dazu. Ach du Scheiße. Oh, ich glaube, der hat seinen Itch auch schon hinter sich. Ach du Scheiße. So, da können wir uns verstecken. Das ist ganz gut zu wissen. Wenn unser Freund der Fleischer wiederkommt. Können wir hier irgendwas abfilmen oder so? Nee, ne? Uah, Alter, wie das hier ruckelt. Wenn man die Kamera rausholt, fängt es voll an zu rödeln. Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich wieder jemand. Hier sind so viele Schränke zum Verstecken. Oh, und hier wieder ein Dokument. Linke Maustaste. Ich drücke mal ganz kurz J. Fall MM 1200715, Aktualisierung 271. Formhinweis. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und juristisch überarbeitet werden. Siehe Formular 4083, um dem anhaltenden Rechtsschreit 1200715 dienlich zu sein. Autor Ethan Sriskandayara. Hinweis. Dies ist eine Anfrage für eine spezifische juristische Konsultation in dem anhaltenden Rechtsstreit von Melissa Cho gegen Murkoff Charitable Psychiatry Inc. USA, ursprünglich eingereicht in 2010. Zum Zeitpunkt von Mrs. Chos Kündigung waren die psychosomatischen Wirkungen des morphogenetischen Antriebs auf weibliche Angestellte und Patienten bereits gut etabliert. Mehr als 7 weibliche Angestellte und Patientinnen waren innerhalb weniger Wochen von einer Scheinschwangerschaft betroffen, bevor sie Fehlgeburten der nicht existierenden Kinder erlitten. 5 von ihnen verstarben. Weibliche Angestellte wurden in höhergelegene Stockwerke der Einrichtung verlegt, dann in andere Gebäude und schließlich komplett aus der Mount Play Massive Einrichtung entfernt. Projekt Wallrider, da haben wir ihn wieder, bedurfte einer absoluten Geheimhaltung, Alter, um die bedingten Faktoren zur Versetzung und Kündigung zu gewährleisten, was allerdings von einigen gekündigten Betroffenen als eine Ungerechtigkeit wahrgenommen wurde. Mrs. Cho hat gerichtlich eine Freigabe des IFG erstritten, in Bezug auf die Dokumente, die ihre Kündigung betreffen. Um zufriedenstellende Informationen zu präsentieren, müssen diese Dokumente erstellt und nachdatiert werden, ohne die Geheimhaltung des Projekts zu gefährden. Bitte um Anweisung, Ethan Sriskandaraya, Berater MM214. So, hier abfilmen bringt wahrscheinlich relativ wenig. Oh oh. Da haben wir schon wieder den Typen. Hier ist doch vorhin einer rausgegangen. Surgery. Wir sind hier quasi gerade in einem Operationssaal. Okay, wir haben den Handschellenschlüssel, wir können ja easy raus. Der ist jetzt da reingegangen? Da geht's rein? Außerdem hat er doch von ganzen Menschen gegessen. Da kann er. Haben wir jetzt hier? Wie kann der denn die abgeschlossene Tür aufmachen? Er hat doch nicht Schlüssel für alles. Wer ist der Typ überhaupt? Der läuft in Unterhose rum. Wo soll der den Schlüssel versteckt haben? Ich hätte lieber nicht fragen sollen. Ich will da gar nicht lang. Oh nein. Diese Dunkelheit erinnert mich an jemanden, den ich lieber vergessen hätte. Der kommt doch jetzt nicht hier raus, oder? Der Essensmann? Der Peter von Frosta? Der kommt doch jetzt nicht hier raus. Da steht doch was. Dance the Sun, was? Destruit in New Elements, was? Light? Salut, ça va? Sûrement que j'ai... Oui, allez... Irgendwas. Kann ich nicht... Wenn das einer von euch besser lesen konnte, bitte mal in die Kommentare schreiben und am besten übersetzen. So, da geht's raus und hier ist eine angelehnte Tür.
Okay, der Typ ist nicht hier. Ich dachte eigentlich, dass der hier wäre. Ich hoffe, die Batterien halten so lange. Hätte ich mal nichts gesagt. So, hier kann man ja eh nur verstecken, ne? Da kann man ja nicht gucken nach Batterien oder so in den Schränken. Der Raum hier ist totally leer. Totally, Alter. Der ist totally leer. Haben wir hier unten noch irgendwas? Kassenbons. Aber keine Batterien, ne? Okay, Batterien haben wir 4 von 10. Das sind nicht mehr allzu viele. Ich hoffe, für hier reicht es noch. Da war was. Ach du Scheiße. Das ist ein Krematorium hier. Das sind Wachleute. Die Bekloppten wollen die Wachleute verbrennen. Finde ich gut. Huch. So, müssen wir hier vielleicht... Das sieht eigentlich nach einem Rätsel aus. Als müsste man entweder alle Feuer anmachen oder ich weiß auch nicht so recht. Huch. So, theoretisch... Ah, jetzt haben wir das angemacht. Jetzt kommen wir da drüber. Jetzt kommen wir aber nicht mehr an den Knopf ran. Das scheint... Ah! Ah! Alter! Was? 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 Mit der Faust auf den Stein! Eigentlich müsste mir nichts brennen, aber ist mir egal. Boah, Alter. Ich glaube, der Peter ärgert sich. Wir wären eigentlich längst verbrannt. Eigentlich wären wir tot. Wollen wir das mal festhalten? Was war das denn? Da will ich mal ganz kurz oben gucken. Eigentlich... Was ist das? Da oben ist der schwarze Schatten. Das könnte der Wallrider sein oder irgendwas. Aber was da genau ist, kann ich gar nicht erkennen. Ach du Scheiße. Und vor allen Dingen, warum... Warum ist hier eine Leiter? Warum wurden wir darauf hingewiesen? Können wir da hochklettern? Wir können, aber ich will noch nicht. Ehrlich gesagt, ich will lieber erstmal nochmal unten bleiben. Und da rumgucken. Die Frage ist nur, was sollen wir zuerst machen? Da ist ein Exit. Scheiße, was können wir denn jetzt zuerst machen? Hier geht's zum Exit und da oben geht's auch weiter. Und wir wurden ja deutlich darauf hingewiesen, dass wir wahrscheinlich nach da oben hin müssen. Aber andererseits können wir auch da hin. Ich bin überfragt. Wo sollen wir zuerst hin? Ich mache mir Sorgen. Hier ist keine Tür, ne? Die geht nicht zu wieder automatisch. Gut. Könnte sein, dass plötzlich eine automatische Tür da runterfährt. Was ist das denn hier? Ist das der Pastor aus Outlast? Ist er das? Jack Nicholson? Der Pastor aus Outlast? Ich weiß es gar nicht. Könnte tatsächlich sein, dass der hier vorher seine Messen gehalten hat. So. Ich lese mal ganz kurz. Auszug einer Aufnahme von Dr. Bruce Newhouse, Doktor, angestellt im Mount Play Massive Hospital 58 bis 65. Pfarrer Clark. Es liegt mir fern, einen Mann Gottes zu belügen, also lassen Sie mich sagen, dass ich mein Bestes tun werde, um die Sicherheit Ihrer Arbeitsumstände zu verbessern. Ich und der Rest der Angestellten wissen all die Dinge, die Sie für uns tun, wirklich zu schätzen, und sollten Sie sich von jemand Bestimmtem bedroht fühlen, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir können dann entweder die chemische Fixierung verstärken, eine Lobotomie durchführen oder eine ähnliche beruhigende Prozedur. Bitte unterschätzen Sie den Wert Ihrer Messen für unsere Patienten nicht. Unsere Patienten benötigen die Kraft und den Halt von Gott und Familie, vor allem wenn man die Tiefe und die notwendigerweise chaotische Natur der Hypnotherapie betrachtet.
Nicht alle unsere armen Schäfchen haben eine Familie, an die sie sich wenden können, und somit fällt diese Last und diese Berufung auf sie. Wir alle bauen auf ihren Glauben und ihre harte Arbeit. Diktiert, aber nicht gelesen, Dr. Newhouse, DR, 20. Mai 61. Schließen. Ja, somit wissen wir schon mal Bescheid. Dr. Newhouse haben wir später, nicht Dr. Newhouse, den Pfarrer haben wir später nochmal kennengelernt. Haben wir einfach mal, hier hat er seine Messen gehalten. Es sieht auch so aus, also hier sieht es wirklich schön aus. Da möchte man auch Messen lesen. Kommen wir hier raus? Nein, hier kommen wir also nicht raus. Okay. Haben wir immer nochmal eine Akte gefunden, dann gehen wir hier mal weiter. Und müssen tatsächlich dann nach oben, vermute ich mal. Da geht's ja immer noch zum Raum. Hier sind ja überall Räume. Und hier geht's ja auch noch weiter. Okay, hier ist der hier ist das Leichenschauhaus. Können wir hier irgendwas öffnen? Können wir hier irgendwas... Gibt es hier denn keine Batterien, die wir finden können? Gerade im Leichenschauhaus, das ist doch ein Hort für Batterien. Und hier... Oh oh. Okay, hier kommen wir nicht mehr zurück. Ich dachte eigentlich, wir kämen hier zurück und können dann... Hier ist eine Tür, die wir später vielleicht öffnen können. Hier ist auch noch... Oh Mann, ey. Das sind mir zu viele Räume, die es hier einfach so gibt, wo wir einfach erkunden können. Ich habe keine Ahnung, wo hier das nächste wieder kommt. Wir müssen natürlich da hoch, wo die Leiche runtergefallen ist, aber ich frage mich, wozu gibt es denn all diese Räumlichkeiten hier? Warum wurden die denn alle gebaut? Einfach nur so, um den Spieler zu verwirren und die Batterien leer zu lutschen? Kann man da drauf drücken? Sieht so nach einem Hot-Button aus. Okay. Dann wollen wir mal hier nach oben gehen, wo wir eigentlich hin sollen. Die Erkundungstour ist vorbei. Und wir klettern mal... nach oben. Und müssen irgendwie versuchen, wahrscheinlich da hochzukommen. Was offenbar hier ganz gut mit den Kisten geht. Zum Glück haben hier Leute immer Kisten sehr gut abgelegt. So. Auch hier wieder hochgeklettert. Jetzt weiß ich gar nicht. Kommen wir hier nicht so? Klappt ja super. Ich weiß leider nicht mal, wie man sich an die Wand drückt. Das ist schon ein bisschen her mit Outlast. Der könnte einem ruhig wieder Tipps geben. Nein, natürlich nicht das. So, wir schieben uns vorsichtig an der Wand entlang und ich habe das Gefühl, gleich fliegt hier wieder eine Leiche runter. Da jodelt hier einfach mal der Wallrider durch. Ist so eine kleine Umgehungsstraße, wie es scheint. Yes, das. Und ich krieg wieder Paras hier. Ist das immer eine Warnung, dass der Wallrider kommt oder dass wir ihm zu nahe kommen? Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder geht es dann noch weiter nach oben, was es aber nicht geht. Ach, das ist gar nicht der Wallrider, das sind einfach Abgase. Ich würde gerne hier rauskommen. Und hier haben wir offenbar... Ich glaube, der Typ, der hier runtergefallen ist, hatte hier vorher sein Lager, würde ich vermuten. Und wir können einfach nur wieder hier durchgehen. Eine Batterie. Ich sehe eine Batterie. Nein, ich komme da nicht hin. Ich will die Batterie. Wir wissen immer noch nicht, wo der Menschenfresser hin ist. Und vor allen Dingen, der kann ja auch alle möglichen Leute fressen. Warum denn ausgerechnet uns?
Ich meine, ich bin schon sehr wohlschmeckend. Das wurde vom Fresenius-Institut für Menschenfleisch mehrfach bekundet. Ich sollte erstmal dahin gehen, wo Licht ist. Deswegen gehe ich erstmal da hinten hin, wo es dunkel ist. Oh Mann, ey. 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 Aber hier geht's auch lang. Hä, ich bin verwirrt. Wo geht's denn überhaupt jetzt lang? Hier ist die Batterie. Ah. Sehr gut. Und der Typ? Einfach nur eine Wache. Okay. Ich versuche ein bisschen Batterie zu sparen, man merkt es bestimmt. Okay, wir kommen von hier, ne? Das ist okay. Scheiße. Und hier konnten wir auch nirgends... Hier war keine Luke, kein gar nichts, nein. Da oben können wir wahrscheinlich später nochmal durchkrabbeln, aber momentan nicht. Und hier dreimal das Bild von dem Typen. Ich weiß gar nicht, warum der da so hängt. Hier kommen wir auch nicht durch. Wir müssen also hier lang. Okay, die versuchen gerade zu fliehen, aber ich habe das Gefühl, das wird nicht ganz gelingen. Die Bücherei. Wir haben... Neurologie. Wir haben gute Erinnerungen an die Bücherei. Da hingen doch auch die Menschen rum, weißt du noch? Das war so ziemlich der Anfang. Das war so ziemlich der Anfang von Outlast, wo die Menschen in der Bücherei hingen. Es ist eine tolle Idee, dass die Batterien jetzt leer gehen. Moment. Das ist mir sicherer, ehrlich gesagt. Scheiße. Ey, ich hab's genau gewusst. Ich bin jetzt nicht sonderlich überrascht. Ich bin nur sonderlich überrascht, dass ich jetzt hier reinlaufe. Der kann doch gar nicht wissen, wo wir hinlaufen. Na, Alter, verstecken! Ich werde bis in alle Ewigkeit einfach hier im Schrank sitzen. Ja, die Ewigkeit. Die nächsten 7 Folgen werden wir damit verbringen, einfach nur noch hier im Schrank zu sitzen. Ich fürchte, genau darauf wird es wohl hinauslaufen. Alter, der Peter macht mich fertig. Oh, 100% natürliche Zutaten und ich habe das Gefühl, wir werden eine davon sein. Der Typ ist überall, egal wo wir hingehen. Der Peter von Forster ist einfach schon da. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Und egal, Krematorium, Psychologie, in der Bücherei, der ist überall. Ich glaube, von dem gibt es einfach eine ganze Klonarmee. Es gibt eine ganze Peter-Armee einfach. Scheiße. In der nächsten Folge, ja, da müssen wir gucken, wie wir an dem vorbeikommen. Ja, vielen Dank auch und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zur nächsten Folge.